Machst jetzt direkt für den Tag eine Anmoderation, ne? Ich habe jetzt schon gestartet. Ja, ich sag keinem Bescheid, ist ja da so. Einfach weg. Warte mal, ich muss ein bisschen tiefer, oder? Ich mal sagen. Warte. Kannst du dich auch einfach hinsetzen? Ist jetzt schon, ich bleib erstmal hinten und komme da ein Stück vor. Läuft. So, hier mal ein anderer Blickwinkel, würde ich mal sagen. Hier, die Facecam mal abgeschraubt. Ja, die liegt dort eigentlich immer auf dem Schreibtisch. Weil, man kann ich mal zeigen hier. Seht ihr euch selbst. Ja, ich arbeite hier gerade am Laptop und da habe ich die Facecam mal abgenommen und ja, jetzt hier ein bisschen aus der Hand, ein bisschen Facecam. Ja, will ja auch jetzt hier nicht lange rumdödeln. Es geht ja nur darum, dass ich euch mal ansagen wollte, was heute so Sache ist. Weil es ist ungewöhnlich hier mit der Facecam in der Hand. Ich sehe hier das, was von hier kommt. Fein. Ja, ihr seht heute einen kleinen Zusammenschnitt von dem Vlog, den ich schon am 6.12. als Adventskalender-Türchen hochgeladen habe. Also, du kannst ja sagen, die Wer bin ich Challenge mit Klaus werde ich jetzt nochmal, also die entfallenen Szenen nochmal hochladen. Ha, viel Spaß damit, ihr habt es schon ein bisschen vor dem Intro gesehen. Ich hoffe, euch gefällt's. Und ja, anlässlich Dreikönig kann man das nochmal, ist ja genau ein Monat her, jetzt nochmal aufgreifen und ich denke, 6.12. für 6.1. nochmal alle entfallenen Szenen. Viel Spaß euch dabei und ja. Bis gleich im Video. Ja, ist schon ein altes Video, man wird es erkennen. Ich trage noch keinen Bart, zumindest einen ganz kleinen Bart und versuche es auch ein bisschen anders. Ja, grundsätzlich alles ist ein bisschen anders. Ja, ihr werdet sehen. Viel Spaß euch! Ah ja, was sehr Schönes. So. Ich zeig's euch erstmal. Ich hatte die Augenaufnahme, aber hab's nicht gesehen. Ich mache hier die Kerze nicht. Okay. Und hier. Benjamin ist ja immer so sehr für politische Begriffe. Ich glaube, hier haben wir was gefunden, was gut in unsere Zeit auch passen könnte. Aber ich verrate nicht zu viel. Du bist dran und Da bin ich ja hängst gespannt. mir Ich mach eine mal die Augen Figur. zu. Und Klaus auf die Stirn. Ja. Hier. Ich darf einmal die Kamera zeigen. Ich glaube, ich habe es noch nicht gezeigt. Näher rangehen. Du musst mich führen. So. Bin ich in der richtigen Bis nach Richtung? links. Für mich nach links? Gut. Ja, perfekt. Sieht man. Hat mal gesehen. Okay, ich komme Wenn nicht, zurück. blende ich es nochmal ein, wenn Komme ich zurück und es mache die doch. Augen Ich schaff's auf. ja. Und ich fange an, am Anfang zu fragen. Du fängst an zu fahren. Ja, wo fangen wir denn an? Bin ich eine reale Figur? Jemand, der wirklich gelebt hat? Nein. Okay. Du bist keine reale Figur. Okay. Achso, das war Nein und Das war also Nein und damit bist du an der da bin Reihe. ich dran, Ich also warte, genau. bin ich weiblich? Nein. Und damit darf Naja, ich damit weitermachen. bist du wieder dran. Also ich bin keine reale Figur, bin ich eine Figur aus der Literatur? Also aus Büchern, Romanen, Ja. ja. Damit, dass du keine reale Figur bist, bist du ja irgendwie Ja, ich könnte ja auch zwangsweise. jemand sein, der nur für einen Film entwickelt wurde. Damit bist du ja ein Teil aus einer Literatur, weil du mal in irgendeinem Buch standest. In Ja, einem ne, es gibt Drehbuch ja. zumindest, Gut, oder ein Drehbuch, nehmen wir damit mit bist du rein. eine. Also es könnte Drehbuch oder Roman sein. Dann frage ich auch Du bist eine nochmal nach fiktive männlich oder Figur. weiblich. Bin ich männlich? Ja, du bist halt Okay. männlich. Ein Mann aus Roman Du bist oder ein bin ich fiktiver. verfilmt worden? Ja, du bist verfilmt worden. Ja, okay. Oh, ich muss jetzt eine Nein-Antwort finden. Und Ich dachte, ich darf jetzt nicht schon wieder die dritte Runde. also wir reden hier von Weihnachtsklassikern. Verfilmt.
Männlich. Ein alter Mann. Nein, Kein alter Mann, du alles bist nicht klar. alt. Gut, dann bist du dran. Also, hab ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Also, ich bin. Nicht weiblich. Also, ich bin männlich. Ja. Ansonsten, das war, glaube ich, ja, das war Das ja war schon das gleich Nein. Also, das erste Nein, ich genau. bin weiblich. Nein. Ich bin männlich, also, Ja. ich bin ein Mann. Ja. Bin ich ein fiktiver Charakter? Nein. Nein, also, ich Eine habe, glaube ich, reale Person, gelebt. genau. Ja, dann bist du wieder dran. Mann. Also ich habe jetzt gehört, Film, männlich, Jung. aber nicht alt, jung. Ja, Moment, Moment, nein, lass ich hab's runter. gesehen. Ich hab's nicht Egal, gesehen. egal, egal, nicht gesehen, kann sofort weitergehen. Jung, männlich, Ja, Film. du weißt es ja. Ich habe eine Vermutung, ich taste mich nochmal ran. Ich habe auf verschiedenen Kontinenten gelebt. Ja. Zuerst in Amerika, Ja, du bin weißt dann es nach schon England wieder. Du gekommen, weißt schon wieder, ja. bin zu meinem Alles Großvater ja. gekommen. Ja, 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 Und ja, mein ja. Großvater Ja. war der Earl, Ja, von Birmingham nee, oder so nicht von ähnlich. Birmingham, Oder? aber ich Das ist, glaube ich, eine bin andere Geschichte. der kleine Lord, Der kleine Nord, Lord das ist Fauntleroy. der. Ja, Nord von Troy. Wunderbar. Der kleine Nord. Übrigens mein Nummer 3. Lieblingsfilm in der Weihnachts- und Adventszeit. Aber du darfst trotzdem weiterraten. Punkt Nummer 3. Wir müssen, glaube ich, noch gleich noch eine Runde machen, Ja. weil 3 zu 0, das geht gar nicht. Ich muss mindestens halt noch einen Punkt abstauben. Naja, aber du hast Muss ja das irgendwie. Das, bisher dein Pendant raten. immer auch erraten. Dann rate ich mal weiter. Also, ich bin ein Mann Earl und. of Dorincourt ist der Großvater übrigens. Ja. Ich bin ein Mann und. Da war, glaube ich, nur noch eine zweite Frage. So viele Antworten hatte ich gar nicht. Was war Historische das? Figur. Historische Figur, Ja. also. Und ich Ich bin hatte. aber nicht. Ich bin kein fiktiver Charakter, war Nein, bei das. der Anmoderation habe ich schon den Hinweis auf politisches Leben gegeben. Politisch, wer könnte weihnachtlich-politisches Ja. Leben? Wir sind in einer hochbrisanten politischen Zeit Aus der damals. Vergangenheit. Ja. Bin Ich habe auch den ich. Hinweis auf aktuelle Situation mit Weltmächten Bin ich gegeben. eine ältere Person? Ich glaube, ganz so alt ist er nicht geworden, aber ich würde mal sagen, ja, im gestandenen Alter. Ja. Stimmt aber nicht. Geschichts. Ja. Also Stichwort Könnte sein, dass er jung Weltmächte. gestanden Weltmacht. Also habe ich ein Land Ja, regiert? nicht nur eins. Ich habe ein Land regiert. Ein Bin ich Imperium. ein Kaiser? Ja. Bin ich ein König? Kaiser. Ja, stimmt, Kaiser ist auch irgendwie König Ja, naja, gewesen. du hast den Kaisertitel getragen. Spiele ich in der Weihnachtsgeschichte der Bibel mit? Du spielst dort eine Rolle. Spielt eine Rolle. Bin ich Kaiser Augustus aus Jawohl, der Bibel? Kaiser Augustus, der Gut. Friedenskaiser. Ne. Sehr schön. Friedenskaiser? Ja, als Friede war auf der ganzen Welt. War das nicht der, der den Kindermord und Nein, das jemand war, der anders? fehlt uns übrigens Oder wahrscheinlich in jemand unserer anders? Liste, das war Ja. Herodes, Herodes, König ach so. Habe Herodes. ich die verwechselt? Ja. So, ich mache mir Gut. mal hier den kleinen Lord ab und den Dann Zettel versuch hebe ich mal. mir wahrscheinlich gut auf. Und Meine Lieblingsfigur aus meinem Lieblingsfilm. ich glaube, ich mache wir machen noch eine Runde. Ja, auf jeden Fall. Es war schon ziemlich viel Rohmaterial, Wir nehmen würde eine ich sagen, Runde noch und aber dann können wir muss gucken, mal was gucken, wie es wir. im Schnitt aussieht, Ja. aber das ist hier. Ja. Das wird, glaube ich, spannend hier. Kann man lesen. So, zack, einmal Okay. Klaus dran. Einmal den Dings hier abnehmen. Also die letzte Runde, es geht um alles. Letzte Runde. Naja, es geht nicht um alles. Klaus hat eigentlich gewonnen, weil es steht 3 zu 1. Das heißt, es könnte aber maximal noch 3 zu 2 werden. Also, Klaus hat schon mal haushoch gewonnen. So, gut so. Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Ja, jetzt Soll bist ich du dran. Jetzt bist wieder du dran. blind ziehen? Ich guck mir Kannst du hier ja noch blind mal ziehen. ein paar Dinge. Noch eine Bestrafung machen, oder? Soll sich die Community irgendeine Bestrafung für mich ausdenken, Auch die Lust das hat? kannst du in den nächsten Adventstagen dann weiter verhandeln. Gut. So. Wobei Ist ja noch am Anfang, ist ja recht Bestrafung schon dran. ein schönes Stichwort, glaube ich, ist. Ach, ich habe den Bestrafung. Zettel gar nicht gezeigt. Du musst Den Zettel noch. noch Richtig. mal ein bisschen ran. Hopp, ich rutsche mal ran. Bis Jans dran. Oh, kannst Aber sehen. Jetzt wisst ihr auch, warum Bestrafung. Bestrafung gar kein so schlechtes Stichwort ist. Wer fängt an zu fragen? Sag mal, Zucker.
ich weiß ja fast schon, wer ich bin, mit der Bestrafung, bin ich ein alter Mann. Ja. Ja, Also ein Mann auf jeden Fall. bin ich Knecht Ruprecht? Damit geht der Punkt an dich. Okay, 2-3, Knecht Ruprecht. Super. Schnelle Runde, Der vielleicht kriege ich's, Punkt, krieg ich's. die Hilfe mit Bestrafung war vielleicht ein bisschen zu wohlwollend, aber. Gut, jetzt So, ich gehe. frag ich noch mal nach mich, nach meiner Figur. Ich glaube, das kannst Bin du erraten. ich eine reale Figur? Jemand, der tatsächlich gelebt hat? Du Also musst nicht jetzt ganz eine klar, Entscheidung ja. fällen. Du musst jetzt eine Entscheidung fällen. Ich sag im Namen der Community, nicht in meinem Namen, nein. Du bist Okay. keine reale Person. Okay. Aber es In ist dem nicht Sinne. Ist nicht ganz ganz klar. klar. Bin ich eine Person? Du bist eine Person. Und Person heißt Was? Mensch. Du wirst jetzt mal als fiktiver Charakter dargestellt, Ja, aber als ja. Mensch sozusagen. Also ich suche jetzt auch einen Menschen. Ja, du suchst einen Menschen. Okay. Einen fiktiven Charakter. Und es gäbe eine Mehrheit von Menschen, die sagen würde, Es gibt, keine es ist reale Person. 50-50, Ja, 50% ja. sagen, es ist real, 50 sagen, es ist nicht real. Obwohl Okay. es gibt bestimmt andere Zahlen, das müsst ihr Okay. auch recherchieren. Schreibt es in die Das Kommentare, wie immer, wenn ihr es besser wisst. macht es für mich jetzt ganz schwierig, weil ich jetzt Prozentzahlen gar nicht sind weiß, in welche relativ. Richtung ich denken soll. Ich frage nochmal nach männlich und weiblich. Bin ich männlich? Ja, du bist männlich. Wieder männlich. Klaus hat, glaube ich, nur männliche Charaktere. Na doch, am Anfang Ja, hast du Aschenbrödel. und den Na, Esel hast du mir auch angehängt. Aschenbrödel hast du am Ja. Anfang. Das war ein weiblicher Ja, Charakter. und der Esel, Also. da war es. Und ich weiß nicht, ob ich an eine echte Person oder an eine fiktive denken soll. Männlich habe ich gehört. Bin ich eine alte Person? Ich würde sagen, nein. Du bist keine Junge alte Person. Person würde ich jetzt nochmal Junge eingrenzen, Person, männlich. bis Kinder- und Jugendalter. Nee, also junges, erwachsenes Alter, Junges also Erwachsenenalter. 20 bis Okay. 40, 20 bis. 20 bis 40, wenn man es Würde ich nicht noch sagen, wie überlegt gesagt, hat. könnte auch eine fiktive Person sein, also ist unklar, ob fiktive oder. Das ist eine Symbolfigur, also. Eine Symbolfigur. Das habe ich so. Kannst du fast Ah, verraten. okay. Es ist auch nicht wirklich Aber jetzt klar, auch, ob. Das Alter ist nicht klar, das Aussehen ist nicht wirklich wird klar. als Es Mensch wird dargestellt, als aber Mensch dargestellt, ist es kein Mensch. wird auch mit einem Alter dargestellt, Ja, aber aber ist kein Mensch. es ist jetzt nicht wirklich ein Mensch, es ist Kein auch nicht. Mensch. Hat Sondern es aber ist ein. einen Namen. Es hat einen Namen. Okay, und wenn wir über die Weihnachtsgeschichten reden, bin ich eine Figur, die schon vor der eigentlichen Weihnachtsgeschichte auftaucht. Ja, Okay. deutlich vor der Reihe. Okay. Ich taste mich mal über den Namen ran. Heiße ich Gabriel? Ja, du heißt Gabriel. Dann bin ich der Der Verkündigungsengel Gabriel. Erzengel Gabriel, der auch schon im Paradiesspiel, Ja. im Paradiesspiel. Alles klar. Vielleicht kriege ich Gut. den mal Werbung Das zu machen, versöhnt mich dass ja so ein bisschen, dass ich auch ich am Ende glaube. des Spiels als Engel noch dargestellt Ich glaube, werde. kriege ich es hin, vielleicht kriege ich es über Facebook hin, kriege ich es auf YouTube hin. Es gibt so eine. Würde ich auf jeden Fall gerne Werbung für machen. Es gibt von der Freien Waldorfschule Magdeburg eine Veranstaltung namens Paradeisspiel, die halt genau die Geschichte vom Erzengel Gabriel und Adam Eva und Mit dem Erzengel was Gabriel, mit den aber nicht Erzengeln dargestellt durch mich, nicht sondern durch wahrscheinlich durch irgendeinen. viel kompetentere Darsteller. Über Kompetenzen kann man sich streiten, aber ich denke, die auf der Bühne stehenden Leute haben schon die Die Jahre wissen, über was sie tun. bewiesen, was Alles klar. sie wissen, was sie tun. Und du sagst, in einem der nächsten Adventstage, bei den nächsten Ich weiß noch nicht Adventsfenstern noch das den Datum. Termin. Ich weiß noch nicht das Datum. Das müsste ich mal in die Videobeschreibung packen. Also es Ja. gibt. So, da bin ich nochmal. Habe ich wieder da oben am Laptop befestigt, damit es nicht ganz so wackelig ist und ich meine Abmoderation super machen kann. Ja, ich hoffe, haben diese nicht veröffentlichten, bis dato nicht veröffentlichten Szenen von Klaus und mir gefallen. Ja.
War sowieso Material, was zur Veröffentlichung gedacht war. Also, ja, jetzt ist es einen Monat später online gekommen. An Klaus, ich hoffe, dir hier fällt's auch. Hast dich ja mal beschwert, dass ich diese Szenen rausgenommen habe, da sie dir die am besten gefallensten sind. Ja, für alle anderen Däumchen nach oben, sollten es auch eure Lieblingsszenen sein und solltet ihr traurig sein, dass ich die aus dem Originalprojekt rausgeschnitten habe. Ja, schaut euch auch nochmal das Originalprojekt an. Das ist jetzt hier oben irgendwo verlinkt. Ja. Ich würde mal sagen, Abo dalassen, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video, keinen weiteren Z-Log verpassen wollt, dann würde ich mal sagen, gehabt euch wohl und eine schöne Restweihnachtszeit noch. 2 Tage sind es noch. Bis dahin. Ciao, ciao. Haut rinne.